wie wild und mit wie viel Kopfbewegungen tanzt ihr? Müssen wir die richtig feststecken? Ja. Ja. Okay. Ja, sehr viel. Dann nehmen wir das Band. Das ist jetzt einfach nochmal, um die feinen Härchen aus dem Gesicht zu kriegen. Einfach so aufspannen. Dann setzen wir das hier an und schieben es so zurück, dass die ganzen feinen Härchen nochmal erwischt werden. So. Dann einmal rum, auch hinten schauen, dass alles drin ist. Es wird nur schöner, wenn da gleich ein Strumpf drauf kommt. So, und dann einfach rumbiegen. Schauen, dass es nicht zu weit im Gesicht ist. Es geht oft drum um den kleinen Kopf. Dann auch mit Stecker. Mhm. Und zwar eine so rum und eine so rum. Mhm. Dann kann es in keine Seite abrutschen. Ja. Wenn was piekst, sagst du es, gell? Alles gut? Nur ein bisschen aus der Stirn rausziehen, damit es dann nicht aus der Perücke raus so blitzt. Nur so, dass bis hinten Ansatz ist. Genau. So. Ja. Dann nehmen wir ein Netz. So. Kommt drüber. Entweder einmal oder zweimal, wie oft es halt rumgeht. Und dann ist alles fest verpackt, ohne dass es irgendwo große Beulen oder so gibt. Und dann kann die Perücke drauf. Genau. Aber jetzt schminken wir erst, weil dann ist alles aus dem Gesicht. Ja, die Schwämmchen tut es euch viel leichter, wenn ihr die nochmal in der Mitte durchschneidet. Weil dann habt ihr sowohl hier eine Kante, mit der man feine Striche machen kann, als auch die Fläche. Dann fangen wir mit dem hellen an. Probiert es vorher immer auf der Hand aus, dann seht ihr, wie deckend oder wie, ob es zu nass ist, ob es zu trocken ist, genau. Und dann fangen wir in der Mitte vom Gesicht an. Und einfach in der Mitte mal weiß, nach außen hin dann. Mit der Kante kann man dann zum Beispiel so, schauen wir nach oben ein bisschen, direkt am Auge entlang gehen. Mhm. Und kommen da eigentlich ganz nah hin. Jetzt. Okay. Ich komme nicht nur da hin. Warte. Mhm. Machen wir mal Stirn, Nase, ein bisschen über die Wangen und am Kinn weiß. Manchmal, wenn es ein bisschen fleckig wird, dann könnt ihr einfach nochmal drüber gehen mit dem feuchten Schwämmchen, dann kriegt ihr die Flecken weg. Das ist das Gute bei der Wasserschminke. Bei der Figur, brauchen wir jetzt die Lippen eigentlich, die kann man lassen in der Naturfarbe. Bei ihm müsste man die untere jetzt überschminken. Aber da kann man jetzt einfach die Lippen so lassen. Und auch den Augenlidern auch noch. Augen zu, bitte. Und bei der Wasserschminke ist es gut, ihr könnt so oft entweder mit der trockenen Seite vom Schwämmchen oder mit der nassen drüber, bis alle Flecken weg sind und bis es schön fein gleichmäßig ist. Ohne dass euch irgendwas verschmiert.
Dann nehmen wir die dunkle Farbe, also braun. Kann ich den kleinen schon? Nee, lieber einen anderen, weil dann kann man mit dem nachher wieder Teile machen. Sind sie am Schluss alle. Und da fangen wir jetzt an. Von außen dagegen, gegen das Weiß. Einfach von der Haarkontur weg. Genau dagegen, gegen das, was wir gerade gemacht haben. Je nachdem, ob die Ohren aus der Perücke rausschauen, würde ich sie lieber mit einschminken, bevor dann da hautfarbene Öhrchen rausspitzen. Einfach einmal außen rum. Aber wirklich mit dem Pinsel bis hier innen rein. Schön alles, dass nichts rosa mehr rausspitzelt. Und dann können wir die leere Seite vom Schwämmchen nehmen, einfach ein bisschen nass. Und dann können wir die Übergänge weich machen. Dass es kein brauner Strich gegen weißen Strich ist, sondern dass es ineinander ein bisschen verläuft. Dann kannst du einmal über den Spiegel gucken. Weil manchmal sieht man am Gesicht, denkt man, es ist gleichmäßig. Und dann über den Spiegel sieht es eigentlich ganz anders aus. Wenn man jetzt doch wieder mehr weiß will, dann kann man einfach nochmal drüber gehen bei der Wasserschminke. Und hier oben können wir es eher so auslaufen lassen, dass es hier den Spitz gibt. Dann wird es auch gleich ein bisschen katziger. Alles, was ich hell mache, tritt vor. Alles, was ich dunkel mache, fällt eher zurück. Das heißt, wenn ich so eine Schnauze will, mache ich es hier hell, damit es weiter vorkommt. Weiße, was wir gerade weiß gemacht haben, nochmal mit dem Pinsel richtig stark die Grenze drumherum. Einfach zackig, unregelmäßig. Als wäre es einfach ein Fell. Also von der Proportion in etwa gleich auf beiden Seiten, aber es muss jetzt nicht, die Zacken müssen jetzt nicht symmetrisch sein. Nehmen wir auch wieder einen Pinsel für hell und einen für dunkel. Haben wir jetzt hier so einzelne Fahrer, so Striche, um das nochmal abzugrenzen. Wieder immer über den Spiegel schauen, ob es nur irgendwo, ob irgendeine Ecke zu dick geworden ist oder ob irgendein Strich zu präsent ist im Vergleich zu den anderen. Da brauchen wir jetzt auch viel Farbe auf dem Pinsel, dass es deckend wird. Und das Wichtige ist, dass ihr nicht hier oben auf der Nase diese Flügel nachmalt, die eigenen Nasenflügel nachmalt, sondern dass ihr nur das ab der Spitze nach unten nehmt, dass er hier unten diese Katze malt. Von der Nasenspitze hier rüber über den Nasenflügel. Und hier. So. Und einmal unten rum um die Nasenlöcher. Und jetzt geht von der Mitte, von der Nasenspitze, hier einmal über diese Falte bis zur Oberlippe ein Strich runter. Müsst ihr auch schauen, dass ihr genügend Farbe auf dem Pinsel habt, damit ihr nicht tausendmal über diesen Strich drüber müsst und am Schluss so einen breiten, sondern das am besten mit einmal schon genügend Farbe drauf. Wenn ihr euch leichter tut, könnt ihr auch mit dem Kajal hier
die Striche einfach einmal ganz dünn vormalen und dann seht ihr, sind sie gerade, sind sie schief und dann, wenn sie passen, könnt ihr sie mit dem Pinsel richtig nachmalen. Dann habt ihr nicht sofort diesen schwarzen Strich. Genau. Die äußere Linie von der Lippenkontur, und zwar soll es am Schluss nicht so runtergehen, sondern ein bisschen so hoch wieder. Ein leichtes Lächeln, so. Mhm. Okay, ich schaue. Kann schon. Da müsst ihr einmal über den Spiegel einfach schauen, ob es gleichmäßig ist. Jetzt nehmen wir rot. Die Lippen. Und jetzt machen wir die natürlichen Lippen nach und diese Ecke eben, die mal seitlich hochgegangen sind. Und das, was wir gerade mit dem Kajal gemacht haben, kann man dann einfach nochmal mit der schwarzen Wasserschminke nachmalen. Dann sieht man es besser als wie nur mit dem Kajal. Und bei der Figur kann man jetzt hier oben, links und rechts von diesem Strich, noch ein paar Pünktchen einfach setzen, die Schnurrbarthaare. Jetzt die Augenbrauen. Da kann man entweder die eigene Form nehmen oder wenn man die jetzt zum Beispiel wie bei ihr, wenn die eh ganz gut abdeckt ist, weil es so dünne Haare sind, dann kann man auch drüber malen oder eine ganz andere Form. Aber ihr würdet jetzt nicht drüber malen, weil ihre einfach so stark durchscheinen, dann wird es komisch aus. Genau. Einfach hier einmal oben entlang. Und dann eben bei ihr kann man dann nur so wie einzelne Haare so nach oben weg machen. Mhm. Und da kann man jetzt auch wieder mit Weiß, wenn man den so einen schwarzen Strich macht, dann kann man mit einem ganz, ganz knalligen weißen Strich dagegen setzen, dann kommt das Schwarz besser raus. Mhm. Also mit ganz viel Farbe, einfach direkt neben das Schwarz und dann Weiß. Okay. Dann wirkt es auch auf die Entfernung die Seite viel mehr als die hier, wenn da noch was Weißes dagegen ist. Überall, wenn es so ist, was nur mehr wirkt, könnt ihr überall, wo Schwarz ist, nur Weiß dagegen setzen. Auch zum Beispiel hier, wenn man das stärker will. Das betont dann einfach nochmal. Dann machen wir mit den Augen weiter. Wir jetzt einfach einen breiteren, weichen Pinsel nehmen. Aha. Und nur wenig Wasser und auch wenig Farbe. Da kann man eigentlich nur das nehmen, was auf der Handschuhe ist. Einfach die Augen wieder nochmal Augen zu, bitte. Braun. Mhm, ich würde es jetzt braun machen und auch hier hinten. Warte, warte, muss ich schauen. Hier hinten an der Lidfalte eher einfach ein bisschen nach oben, damit dieses Katzige kommt. Geht's?
einfach in diesem Bogen von vorne nach hinten. Da tut es euch immer leichter, wenn ihr das Augenlidtier ein bisschen anhebt. Erstens ist es dann gespannt und dann könnt ihr richtig schön die Linie malen. Und dann machen wir wie einen Lidstrich nochmal, ganz dünn mit Schwarz, direkt am Wimpernkranz entlang. Auch schauen, dass alle Haare vom Pinsel dran sind, weil dann kriegt er eine schöne feine Linie hin. Dann nicht nur noch kurz zu, bis es trocknet sich damit. Machen wir das gleiche unten einfach einmal am Wimpernkranz nur entlang. Nicht bis ganz nach hinten, sondern eine kleine Lücke hinten offen lassen. So, ungefähr so. Okay. Und in die Lücke gehen wir dann wieder mit Weiß rein. Dann öffnet es auch nochmal. Nochmal nach oben schauen. Und bei ihr ist es jetzt so, dass der Lidstrich vorne ein bisschen einfach weitergeht. Unter den unteren Lidstrich, dann wieder einen weißen Strich dagegen. Und dann machen wir nur einen dunklen, relativ geraden. Wir können auch hier auf der Nase direkt auf der Nasenspitze selber auch nochmal mit Weiß hingehen. Dann wird es auch ein bisschen ein runderes Nasenspitzchen. Perücke, statt dass er vorne ist. Dann einfach reingreifen. Und dann von hinten nach vorne drauf.